250 Watt, 24 Volt. Funktioniert aber auch mit 12 Volt scheinbar. Circa halber Liter. Aber jetzt stellen wir mal 24 Volt an. Starte wieder den Countdown. Gehen wieder in die Victron App. Und stellen dann hier mal 24 Volt an. Super. Leider ist jetzt irgendwie das Output-Voltmeter ausgestiegen. Aber wir sehen, wir können hier mehr Watt ins Wasser bringen. Ordentlich mehr. Ja, das geht um einiges schneller. Absolut genial. Und die Buchse wird kaum warmer, die ist sogar kühler jetzt. Das ist halt ein Unterschied zwischen mehr Volt und weniger Volt. Das ist einfach krass. Ja. Also von der Effizienz her ist natürlich mehr Volt immer besser, aber ab 50 Volt, egal ob Gleichstrom oder Wechselstrom, wird es dann gefährlich. Aber man sieht schon den deutlichen Unterschied. Das alles vor hier war ja 12 Volt und hier 24 Volt. Viel mehr Watt. Gel kann näher an seine 400 Watt mögliche Leistungsfähigkeit kommen. Also alles effizienter mit 24 Volt. Also wenn möglich, wenn ihr euch autark machen möchtet, wenn ihr vorhabt, einen Kaffee zu kochen, nicht nur Handys zu laden, geht direkt nach 24 Volt. Macht wirklich viel mehr Sinn. Aber man braucht dann halt zwei Batterien, a 12 Volt. Das kostet natürlich dann alles auch etwas mehr. Aber es lohnt sich, wenn man halt viel mehr Power bearbeiten kann, landen kann, speichern kann, nutzen kann. Also wer Wasser kochen will, sollte definitiv direkt auf 25 Volt gehen oder vielleicht sogar direkt auf 48 Volt. Die Bikes haben scheinbar 48 oder 36 Volt. Da würde ich dann auch, wenn es geht, direkt auf 48 Volt gehen. Dann könnt ihr theoretisch euren E-Bike-Akku auch direkt an einem 48 Volt System laden.
Elektron hier, der kann zum Beispiel nur bis 24. Also ich glaube nicht, dass ich da jetzt eine höhere Voltzahl einstellen kann. Ich kann ja mal gucken. Das wäre witzig. Und ups, ups, cancel, cancel. Tensionsspannung 28 Volt. Kann ich da, wie hoch kann ich da gehen? Ich würde sagen, die Challenge ist erfolgreich. So, eben sieht so aus. Nach 10 Minuten, würde ich sagen, fast kochend. Also, oh, ja. Too hot to touch. Wie gesagt, hier faszinierend, das Kühlereisen 12 Volt Betrieb, der ist irgendwie ausgestiegen, das weiß ich. A few minutes later. Auch hier bist du wirklich 100% gekocht. Bei 24 Volt würde ich sagen 15 Minuten, bei 12 Volt 30 Minuten. So lange möchte nicht jeder warten auf den Kaffee. Aber gut, es funktioniert. Das ist schon das Coole. Es funktioniert.